So, dann schauen wir doch da mal rein. Okay, das war jetzt ein Teleporter. Hier drin ist Luft. Auch nicht schlecht. Oh, gleich eine Truhe. So fängt es gut an. Aber ich höre irgend so ein Grunzen im Hintergrund. Zombie-Piraten? Ja, Zombie-Piraten. Okay. Aber die gehen hier von der Schwierigkeit her. Allzu groß dürfte die Zone ja nicht sein, weil ein Schiff ist halt nicht so groß. Zumindest nicht damals. Ja, aber hauen gut rein, wenn sie mal treffen. Tech. Danach. Die haben alle ein Holzbein. Was für ein Zufall. Oh, die droppen sogar Heiltränke. Schön, schön. Hier können wir ruhig länger bleiben. Heilen wir uns kurz hoch, damit das Mana nicht verschwendet wird. Den nehmen wir hier alle schön Schritt für Schritt ab. Und nehmen jeden Piratenzombie mit. Schalter. Rücks. Aber wozu haben sie hier drin so ein. Also extra Luft reingepumpt? Und das magische Halt, wenn hier eh nur Zombies sind. Ist schon komisch. Aber vielleicht lebte hier noch irgendjemand. Irgendein mächtiger Nekromant, der sie wiederbelebt hat oder dergleichen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Dämon, der hier eigentlich hausen soll, Luft braucht unbedingt. Das wirkt komisch. Weil für mich sind Dämonen irgendwie immer mächtige Wesen, die über solchen Dingen stehen. Ein Heiltrank. Aber erst mal gucken, was das hier macht. Das ist ein Anker, wie stylisch, okay? Ist das hier die Kapitänskajüte? Nee, ist nur ein Gang. Die Trefferanimation ist bei denen aber so komisch. Das ist immer so ein riesiger Blutschwall und. Naja, solange sie Heiltrank getroffen. Drei Schalter. Die lassen wir erstmal in Ruhe. Solange sie Heiltränke droppen, ist das egal. Und bei den drei Schaltern jetzt, da sollten wir erstmal die Karte aufdecken, bis wir irgendwie genug geschlossene Türen gefunden haben. Und dann können wir hier zurückgehen und so lange rumklicken, bis wir auf der Minimap sehen, aha, die Tür ist aufgegangen oder nicht. Jetzt da wild rumdrücken bringt wahrscheinlich nichts. Oh, was haben wir denn da? Ein aufgedunsenes Herz. Yummy. Gewicht 1 Kilogramm. Na gut. Wird bestimmt noch für irgendeine Quest gebraucht. Weil als Schlüssel wird es bestimmt nicht dienen. Kann man es kaputt machen? Kann man das damit reparieren? Hier sind fünf Schalter. Ach du gute Güte. Das wird dauern, das Rätsel zu knacken. Also einmal ein Raum mit drei Schaltern, einmal ein Raum mit fünf Schaltern. Und noch keine verschlossene Tür. Außer die, die wir selber verschließen. Oh. Ist das das Wappen von dem Dämon? Das ist doch ein Kraken. Ah. Lag ich ja doch nicht so falsch, als ich dachte, dass der Endboss von dem Unterwasser-Dungeon ein Kraken ist. Sieht ja eklig aus. Nie zuvor traf ich einen derart prächtigen Dämon. Komm näher, damit ich dein Herz essen kann. Ganz bestimmt nicht. Dann befreie mich. Beeil dich. Ich bin schon viel zu lange hier angekettet. Warum sollten wir den befreien?
Ich brauche Antworten, Dämon. Bringe mich in meine Dimension zurück, oder ich esse dein Herz. Was ist das Geheimnis der Macht des Kriegsherrn? Ach, der Preis für diese Antwort. Du musst ihn zahlen. Naja, wahrscheinlich bezahlen wir mit dem aufgedunsenen Herzen. Um den Kriegsherrn besiegen zu können, würde ich auch das Lösegeld für einen Dämon zahlen. Du verstehst weder Wind noch Wasser und schon gar nicht die Lehre. Kommt die Macht des Kriegsherrn aus der Lehre? Schwarz und weiß, gut und böse, die Lehre ist alles und nichts. Das vollkommene Böse, das vollkommene Gute, die vollkommene Macht, die Lehre ist alles. Kannst du das eine oder andere wählen? Befiehlt der Kriegsherr über das Böse in der Lehre? Es war ein Geschenk. Das war dann wohl der Komet am Anfang. Aber dafür hat er ein Ritual begangen, das ziemlich böse war. Erzähle mir etwas über dieses Geschenk. Ein finsteres Geschenk. Die Unheilsschlacke. Das vollkommene Böse aus der Nähe. Einer der dunklen Götter gab es ihm. Nichts kann sich dir widersetzen. Alles in ihrer Nähe ist dem Untergang geweiht. Ich werde sie dem Kriegsherrn abnehmen und zerstören. Das schwöre ich. Naja, er hat gerade gesagt, dass nichts sich ihm entgegenstellen kann. Wahrscheinlich doch das vollkommene Gute, oder? Das müsste es in der Lehre ja auch geben, meinte er zumindest. Also müssten wir jetzt nur das vollkommene Gute bekommen. Du wirst gar nichts zerstören, wenn du mich nicht befreist. Dann gibt es also ein Geheimnis, das du mit mir teilen willst. Nur wenn du den Preis zahlst. Wie willst du denn die Unheilsschlacke stehlen? Du würdest gegen etwas derartig Böses nicht ankommen. Dann vielleicht ein Behältnis? Eine Art Truhe? Ich werde sie darin einsperren. Dann befreie mich und ich werde dir ein Rätsel aufgeben, wie solch eine Truhe zu bauen ist. Du kannst dir deine Bemühungen sparen. Ich kann dich nicht befreien. Doch, das kannst du. Es sind nicht diese Ketten, die mich hier festhalten. Bringe mir die Herzen meiner Feinde, der ertrunkenen Seeleute. Aber nur die kräftigsten, wenn ich bitten darf. Wirst du sie essen, so wie du meines essen wolltest? So ist es. Bringe mir 8 Herzen als Opfer dar und ich werde dir 8 Rätsel aufgeben. Mit Hilfe dieser Rätsel wirst du wissen, wie du die Unheilsschlacke aufbewahren kannst. Kann ich sie dann gefahrlos an einen anderen Ort bringen und zerstören? Ja, das verspreche ich. Im Austausch für die Herzen. Die Rätsel werden dir sagen, wie das Behältnis gebaut werden muss. Wie können dich die Herzen ertrunkener Seeleute befreien? In ihnen liegt die Kraft, mit deren Hilfe ich diese Ketten sprengen kann. Also gut. 8 Herzen für 8 Rätsel. Warte hier. Warum auch immer er Rätsel aufsagen muss und nicht einfach sagen kann, du brauchst Holz, du brauchst Kohle oder was weiß ich, um die Kiste zu bauen. Na gut, gib mir mal das erste Herz. Wie lautet der erste Hinweis für den Bau des Behältnisses? Es muss mit unüberwindlichem Eisen beschlagen werden. Das war kein Rätsel. Hm. Also, entweder habe ich da was falsch verstanden oder die deutsche Synchro ist doch nicht so gut an manchen Stellen, wie ich dachte. Aber gut, wir brauchen jetzt noch 7 Herzen. Aber es dürfte nicht allzu schwer sein, weil die Gegner nicht so stark sind. Außer man lässt sich durchgehend von ihnen treffen. Ah, nicht schon wieder die Windmühle. Ich würde gerne die Zauber hier mal anders anordnen, wenn das geht. Ja, schön, wir haben ihn weggepustet. Aber wenn man Magier spielt, ist das bestimmt echt ein praktischer Zauber. Oder ein Fernkämpfer. Aber wir sind weder das eine noch das andere. Ist doch ziemlich groß. Naja. Ne, nicht wirklich. Das wird noch bis hier oder so gehen und auf beiden Seiten jeweils in kleine Räume. Aber es ist fraglich, wie wir so in die ganzen Herzen kommen sollen. Oh, es geht noch höher. Okay, das erklärt's dann.
hätte mich schon gewundert, weil so viele Zombies wird es in dieser Etage nicht mehr geben. Und wir haben jetzt schon ein halbes Dutzend getötet und erst ein Herz bekommen. Ah, okay. Oder muss nur laut genug meckern. So, Heiltränke haben wir inzwischen eine ganze Menge. Können wir mal einschlucken, damit wir nicht so oft pausieren müssen. So. Da waren die ganzen Hebel, da wollen wir nicht hin. Wir klappen jetzt einfach die Türen hier ab. Was? Komisch. Die Tür will schon mal nicht und die Druckplatte auch nicht. Oh, die hier. Natürlich kommen wir von hier aus. Ach, hier waren wir schon. Ah. Ah, ja, komisch. Also müssen wir doch irgendwie durch diese abgemauerten Dinger durch. Oder vielleicht hoch und von oben in so eine Grube reinspringen. Ich probiere mal einen Feuerzauber. Hat's gereicht? Sieht ja schick aus und so, aber gebracht hat's leider nichts. Oh, wir haben eine Erfahrungsstufe bekommen. Die wollen wir doch gleich mal benutzen. Raus hier. Blub, 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 blub. Gut, dass wir auch unter Wasser atmen können. Oh, das zählt nicht als Zone verlassen. Das ist natürlich ärgerlich. Na gut, dann laufen wir einfach kurz da raus. Wo auch immer der Teleporter dahin führt. Und wenn wir jetzt hier rausgehen, kommen wir hoffentlich beim Rückwärts, also wenn wir da reingehen, in derselben Stelle raus. So, wieder auf Stichwaffen. Ja. So, bitte lass uns. Ah, so lass mir den Dämon widerrufen. Oh Mann. So. Wir haben eine Aufgabe. Ja, das kennen wir alle schon. Warte. Und leb wohl. Lebe wohl. Ich bin der. Das ist jetzt schon das dritte oder vierte Mal, dass wir ihn rufen. Der müsste langsam ganz schön genervt sein. So, und wir sind an derselben Stelle. Schön. Müssen wir nicht großartig laufen. Ha, vielleicht kommen wir auch so in andere Gebiete. Also, wenn wir hier rausgehen, kommen wir ja bei dem Steg an, das östlich der unterirdischen Stadt ist. Wenn wir hier rausgehen, kommen wir bei dem Steg raus, das beim Turm ist. Achso, und hier ist gar kein Ausgang. Schade. Na gut. Aber laut Oberflächenkarte wäre der ja eh nichts im Osten. So. Dann schauen wir doch mal, ob wir jetzt wenigstens mit jedem zweiten Schlag treffen oder so. Weil wirklich viel merkt man von den Leveln nicht. Oh, noch eine Tür, die nicht aufgeht. Probieren wir doch mal unseren Sacktest. Ist da genug drin? Nicht wirklich. Packen wir mal die Steine doch da rein. Denn ganz so häufig machen wir in letzter Zeit keine Druckplattenrätsel. Was irgendwie komisch ist. Aber gut. Nö. Na gut, wenn er mit unserem ganzen Gewicht nicht angeht, samt Sack, den wir tragen, dann wird es auch nicht nur mit dem Sack funktionieren, hm? Obwohl das hier ein Hinweis sein könnte, dass sie hier extra einen Stein hinlegen. Ja, wirklich viel bringen die Level echt nicht. Ich merke keinen Unterschied zu vorher. Also zu Stufe 1 merkt man bestimmt einen Unterschied, aber von Stufe 2 auf 3 auf 4, das ist minimal. Na gut,
Gehen wir mal kurz hier rein. Ach, hier rein können wir nicht. Bleiben wir einfach hier stehen und rasten ganz kurz. Bis später.